Familienvater Thomas Gisin blickt auf sein Kraftwerk. Seit wenigen Monaten produziert die kleine Solaranlage auf dem Gartenhäuschen Strom. Also, natürlich war es in aller Munde. Das Gas wird teurer, der Strom wird teurer. Ich muss irgendwie etwas machen. Einerseits habe ich reduziert im Haus. Ich habe unnötige Geräte ausgesteckt. Aber eben, so jetzt mit dieser Anlage den Grundbedarf des eigenen Hauses abdecken. Der produzierte Sonnenstrom wird über das schwarze Kabel direkt ins Stromnetz eingespiesen. Das ist der Stecker, der vom Wechselrichter kommt und da direkt eigentlich einspeist ins hausinterne Stromnetz. Zwischeninnen haben wir noch den Adapter, wo man eigentlich misst, wie viel Strom sie effektiv produzieren mit dem Balkonkraftwerk. Die App zeigt, das kleine Solarkraftwerk funktioniert auch im Winter. Das erste Fazit ist sehr schnell installiert, hat sofort funktioniert. Und ja, man produziert einfach immer, wenn die Sonne scheint. Ja. Solche Balkonsolaranlagen gibt es viele auf dem Markt. Die Berner Fachhochschule testet am Labor in Burgdorf für Kassensturz 7 Systeme zwischen 550 und 1570 Franken. Erstes Testkriterium: Wie einfach und sicher ist die Montage der Panels? Mit diesen C-Profil und der Hakenkonstruktion ist eigentlich die mechanische Stabilität gegeben. Problematisch wird es dann, wenn man unten nicht kontern kann und irgendeine Windböe das ablösen kann. Dabei ist sicher zu beachten, dass man noch etwas Zusätzliches macht. Wir sind jetzt hier durch das Modul durch und durch den Haken durch, sodass eigentlich beides wie zusätzlich gesichert ist. Und das dient nicht der Sicherheit des Benutzenden, sondern denen, die allenfalls unten durchlaufen. Ist das Panel sicher montiert, wird es an den sogenannten Wechselrichter angeschlossen. Dieser gehört zum Set eines jeden Balkonkraftwerks. Er transformiert den Gleichstrom des Panels in Wechselstrom fürs Stromnetz. Die Experten haben die Wechselrichter genau nach Anleitung montiert. Bei diesem System ist es noch unschön, dass der Wechselrichter Kontakt mit der Rückseitenfolie vom Modul macht. Das ist nicht gut bei viel Bewegung, die aufgrund von Wind oder allenfalls Berührungen kann stattfinden kann. Kann es sein, dass dort die Rückseitenfolie sich aufschüttet und allenfalls ein elektrischer Kontakt kann stattfinden kann. In diesem Fall würde aber das System sich abschalten. Ein weiteres Testkriterium: die Sicherheit der Kabel und Stecker. Kabel und Stecker sind eigentlich für Aussenbereich gemacht, aber wir sehen, mit diesen Umgebungsbedingungen ist es sicher zu begrüßen, noch zusätzliche mechanische und Wasserschutz einzubauen. Ein solcher Schutz war allerdings in keinem Set enthalten. Die Anlagen sind nun bereit für die Stromproduktion. Wichtig ist, die Panels müssen unbeschädigt sein. Deshalb wurden sie bereits vor der Montage genau überprüft. Diese Maschine bringt Materialschäden ans Licht. Da haben wir einen deutlich grösseren Schaden. Und da haben wir auch nochmal grosse Zellschäden. Im Normalfall merken das die Leute nicht. Weil die Einbußen sind nicht so gross, dass man sagen würde, irgendetwas muss komplett falsch sein mit dem Modul. Ausser natürlich werden alle Zellen defekt. Weil die Anlagen aber jahrelang in Betrieb sind, wirken sich auch kleinere Beschädigungen auf die Stromproduktion aus und damit auch auf die Wirtschaftlichkeit. Die Anlage von Thomas Gisin ist in 8 Jahren amortisiert. So sein Plan. Ich komme auf die 8 Jahre, in denen ich mir rechne, dass ich ein bisschen etwas zurückbekomme pro Jahr. Dass ich aber auch ca. 100 Franken auf meine Stromrechnung einspare pro Jahr. Somit komme ich um die 8 Jahre um. Der Kraftwerkbesitzer profitiert davon, dass der eigene Strom günstiger ist als der des EWs. Und überschüssigen Sonnenstrom kann Thomas Gisin dem EW verkaufen. Die getesteten Systeme sind über einen Monat in Betrieb. Dabei messen die Experten die Performance. Je tiefer die Kurve, desto größer die Produktion. Um die Systeme vergleichen zu können, wollen die Experten auch wissen, was kostet die Kilowattstunde des produzierten Solarstroms über eine Laufzeit von 20 Jahren. Dieser Preis liegt im Idealfall unter dem Tarif für den Strom aus der Steckdose.
Interessanterweise sind die sehr kompetitiv. Ja, wir haben 10 Rappen bei den besten Systemen. Und wir haben bis zu 30 Rappen bei den teuersten. Bei diesen 10-Rappen-Systemen dort rechnet es sich sehr schnell. Das ist ein fairer Preis für die Kilowattstunde Energie, die ihr produziert habt. Zu den Testresultaten. Genügend das System vom Photovoltaik-Shop EET Schweiz. Die Anlage produzierte von allen den teuersten Solarstrom, ist jetzt aber nicht mehr im Sortiment. Etwas besser das Plug-and-Play-Solar-Kit von Go Solar. Das teuerste System umfasst 2 Panels. Ein Kabel war beschädigt. Note 4,5 für das Solarkraftwerk von Auto Solar. Das Produkt habe man unterdessen verbessert, schreibt Auto Solar. Christoph Bucher, Professor für Photovoltaiksysteme, empfiehlt solche Balkonanlagen. Balkonsolaranlagen dürfen maximal 600 Watt leisten. Mit 600 Watt, das reicht leider noch nicht, dass wir den Haushalt vollständig versorgen können. Aber es ist jetzt bei einem vierköpfigen Haushalt, es ist vielleicht 10-20%, bei einem sparsamen Haushalt auch 30%, wo man so mit einer eigenen Anlage könnte produzieren. Urteil gut für das Panel von Solarbalkon. Gleiche Note, aber günstiger. AD Geranium der Energiegenossenschaft Schweiz. Das Panel wird als eines der wenigen in Europa hergestellt. Note 4,9 für das System von Solarblitz. Testsieger und gleichzeitig am günstigsten Plug-and-Play Solar von Erneuerbar für 550 Franken. Das deutsche Panel produziert den günstigsten Solarstrom. Photovoltaik funktioniert auch im Winter. Warum also nicht gleich eine größere Anlage installieren? Bei einer größeren Anlage brauche ich mehr Platz, ich habe größere Komponenten, ich habe mehr Geld, das ich investieren muss. Und ich muss auch mehr Anmeldungen machen bei MEW. Momentan bin ich am Testen mit dieser kleinen Anlage. Und viele kleine Anlagen sind am Schluss doch mehr als nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Strom selber machen, super. Hast du noch andere Do-it-yourself-Tipps? Dann schreib es uns in die Kommentare. Da kannst du übrigens unseren Kanal abonnieren. Und da gibt es noch mehr Tests vom Kassensturz.